Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wahrscheinlich wissen alle von Ihnen, woher dieser Satz stammt. Also aus Goethes Faust stammt er jedenfalls nicht. Er stammt aus der Bibel. Aber was nicht so bekannt ist, Sie finden ihn im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es, durch Hunger hat er, Gott, der Herr, dich gefügig gemacht und hat dann dich mit dem Manna gespeist. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Soweit das Alte Testament. Und das wird im Neuen aufgegriffen, nämlich an der Stelle, als Jesus vom Satan in der Wüste in Versuchung geführt wird. Und Jesus hat auch, so viel kann man noch verraten, Hunger gehabt. Sie merken, alte Journalistenweisheit, Recherche macht einem das schönste oder schlimmste Thema kaputt. Denn von Kunst und Kultur ist da überhaupt nicht die Rede. Allenfalls von Kult. Aber es ist natürlich ein geflügeltes Wort geworden, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Eines, das dann auch durch die Flügelschläge der Bibel etwas entfleucht ist. Und darüber möchte ich natürlich nicht alleine sprechen, sondern ich bin froh, dass ich auf der Bühne nicht allein bin, sondern hier in größerem Kreis. Sie sehen, ausnahmsweise sind die Frauen in der Überzahl und deshalb durchbreche ich mal die Regel und begrüße den Mann zuerst. Ich begrüße also von mir aus gesehen zu meiner Rechten Omri Böhm. Er ist Philosophieprofessor, eigentlich in New York, aber lebt im Moment Corona-bedingt in Berlin. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Immanuel Kant. Er ist in Israel geboren, hat unter anderem in Heidelberg studiert und sein jüngstes Buch in Deutschland sehr gelobt, ja, entwirft eine Utopie von Israel. Und er sagte kürzlich, dass Corona eine große ethische Herausforderung darstellt. Nicht nur eine wissenschaftliche, naturwissenschaftliche, sondern auch eine ethische. Herzlich willkommen, Herr Böhm. Hallo. Und neben ihm sitzt Susanne Risto. Sie ist Künstlerin und Medienwissenschaftlerin. Sie ist Spezialistin für Kulturvirologie. Die erste und, wenn ich das richtig sehe, auch noch die einzige. Im Herbst erscheint ihre Dissertation, die heißt Kulturvirologie, das Prinzip Virus von Moderne bis Digitalära. Und in einem Interview von Ihnen habe ich den schönen Satz gefunden, es gibt Virenmodelle, die etwas Martialisches haben, etwas Waffenartiges haben, aber Covid-19 erscheint in der Visualisierung geradezu plüschig. Da haben wir, glaube ich, noch Gesprächsbedarf. Herzlich willkommen, Frau Risto. Und ich begrüße von Ihnen aus gesehen ganz links Olivia Mitscherlich-Schönherr. Auch sie ist Philosophin. Sie lehrt philosophische Anthropologie an der Jesuitenhochschule in München. Und wenn Sie jetzt denken, Mitscherlich, da war doch mal was mit der Unfähigkeit zu trauern. Ja, da liegen Sie richtig. Alexander Mitscherlich, der Autor, einer der Autoren dieses Buches, der Unfähigkeit zu trauern, ist Ihr Großvater. Frau Mitscherlich-Schönherr hat in den vergangenen Monaten einiges zum Thema Corona publiziert, unter anderem auch dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben und darin gesagt, sie vermisse in der wissenschaftlich-technischen Krisenbewältigung eine spirituelle Deutung der Krise. Herzlich willkommen, Frau Mitscherlich-Schönherr. Und schließlich, last but not least, die Hausherrin. Eva Kraus, die Intendantin dieses Hauses, die Intendantin der Bundeskunsthalle, seit dem 1. August, also noch ganz frisch. Vorher war sie Leiterin des Neuen Museums in Nürnberg. Und in unserem Vorgespräch hat sie mir gesagt, wir sollten den Blick nicht allzu lange in die Vergangenheit richten, sondern mehr in die Zukunft schauen. Herzlich willkommen, Frau Kraus. Ja, und ich bin Christiane Florin, ich bin Redakteurin beim Deutschlandfunk in der Redaktion Religion und Gesellschaft. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass wir das Gespräch dreiteilen in die drei Blöcke Deutung, Glaube, Hoffnung. Mal sehen, was davon am Ende übrig bleibt, aber ich wollte Ihnen nur mal zur Kenntnis geben, ich habe diesen guten Vorsatz. Mal gucken, wohin sich das Gespräch entwickelt.
Eine Frage zunächst an Sie alle mit der Bitte, wie wir beim Radio immer sagen, um eine kurze Antwort. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern, wie würden Sie den Satz ergänzen, Herr Böhm? Erstens, vielen Dank nochmal, und ich werde das aber vermutlich eher auf Englisch machen. Also ich verstehe schon Deutsch, aber ich werde die Antworten erstens auf Englisch ergänzen. Okay. When we don't live only from bread, I suppose we live from many other things. You mentioned the Bible. There is a famous statement in Hebrew. I'm not sure it's coming from the Bible. It may come from the Talmud. Im kemach en Torah. If there is no bread, then there is no Torah, which would literally mean there is no law. I would think that we also live from law, which does not mean necessarily from state-regulated law, but it can mean many other things. It can mean the laws of art. It can mean the law of culture and so forth. Vielen Dank. Also nicht allein vom Brot, sondern vom Recht, von den Gesetzen, von den Regeln in ganz unterschiedlichen Bereichen. Frau Ristow, sondern? Ja, ich würde mich dem anschließen. Für mich wäre da die Ordnung der Dinge, wie sie zum Beispiel bei Paul Klee beschrieben scheint, ein ganz schöner Anknüpfungspunkt. Und das Herstellen von Zusammenhängen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe der Kunst. Und das ist etwas, was wir eben mindestens genauso nötig haben wie das Brot. Und ich denke, diese Zusammenhänge haben natürlich auch immer mit anderen zu tun. Also hat es auch irgendwie immer mit der Community, mit der Communitas zu tun. Frau Kraus. Ja, wie sollte es anders sein? Von Kunst und Kultur natürlich lebt der Mensch auch. Ich sage das nicht nur, weil ich das hier sagen muss, sondern weil ich dran glaube, unsere gesunde Zivilgesellschaft braucht die Kunst, die Kultur, die Veränderung im Sehen, in der Verständigung, und das kann Kunst und Kultur schaffen. Frau Mitscherlich, schön, Herr. Ich würde noch ergänzen, unterschiedliche Formen des Liebens. Also es können leibliche Begegnungen sein, das kann Freundschaft sein, das kann Formen der Sympathie sein, das kann Gottesliebe sein, das können Erfahrungen der Verbundenheit, der Alleinheit sein. Also ich würde dieses ganze Spektrum sagen. Ich denke, davon leben wir auch. Ja, vielen Dank für diese erste Runde. Es gab noch gar nicht so viele Podien zum Thema Corona, wie Corona unsere Gesellschaft verändert, unsere Kultur verändert. Es gab natürlich sehr viel publizistische Aktivität, aber eigentlich sehr wenig Gespräch miteinander bisher. Und deshalb fände ich es schon wichtig, wenn wir am Anfang noch mal kurz, auch wieder kurz, von Ihnen hören. Ja, also Sportreporter fragen dann, was macht das mit Ihnen? Wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung bei den Philosophen zum Beispiel? Wie hat diese Pandemie Ihr Leben verändert? Jetzt ganz abgesehen davon, dass Sie jetzt in Berlin leben. Yeah, well, I did spend a lot of time in New York when this all started. And the first, if I am to speak not just as Herr Böhm, but as a philosopher, then the first immediate thing that we felt was Trennung from our students. Usually for a philosophy professor, the only relation that we have to external community that's not just our family is to go into a class and to speak philosophy with students. And the first thing that I can say I felt as, so to say, a philosopher or an academic, and I can confirm that this is something that many of my colleagues felt, was that suddenly you stopped doing philosophy in this sense in the public sphere. You went back to just writing philosophy and teaching it on Zoom, which is not the same thing. So the question is, what's the qualitative difference of teaching a little bit on Zoom and just writing about philosophy, not meeting people, not talking to them, philosophy in the halls of the university and in the bars after the seminar? That had a lot to do with the Stimmung of Corona. Frau Ristow, gilt Ihr erster Gedanke, wenn so etwas wie eine Pandemie
auftaucht, der Ästhetik, oder gibt es auch sowas wie Angst? Nein, also nicht um mich persönlich oder um Dinge, die sozusagen das Phänomen der Krankheit betreffen, aber sehr wohl um den Alarmismus, der damit verbunden ist und der dann natürlich auch politische Folgen hat. Und das war mir eigentlich vom ersten Moment an klar, als klar war, wir haben eine Pandemie. Und ich habe mich natürlich ein bisschen rechts überholt gefühlt vom Virus, weil ich mich jetzt schon so lange, seit 10 Jahren damit befasse. Aber dann eben auf einmal plötzlich klar wurde, jetzt passieren all die Dinge, die auch in jedem popkulturellen Narrativ, in jedem Virenthriller passieren. Und merkwürdigerweise sind dann auch genau die Klischees alle bedient worden, die man da so kennt. Also beispielsweise eben diese bellizistischen Metaphern, die dann sofort aufkamen, als Emmanuel Macron zum Beispiel dann dem Virus den Kampf angesagt hat. Und sofort ist dann das Wort Ausrottung im Raum. Und eigentlich hatte ich in langen Jahren der Beschäftigung mit dem Virus gedacht, man wäre inzwischen eigentlich schon an so einem Punkt, wo man etwas mehr an Koexistenz interessiert ist. Aber es ist dann sehr interessant, wie schnell das alles wieder so zurückfällt in so eine ganz bestimmte Sprache. Und die hat mir Angst gemacht. Also davor habe ich auch nach wie vor Angst. Aber dieser Alarmismus dient sicherlich auch bestimmten Zwecken, auf die wir vielleicht noch später kommen. Ja, Sie haben es vorhin in einem Nebensatz gesagt, seit 10 Jahren beschäftigen Sie sich mit Kulturvirologie. Wie sind Sie drauf gekommen? Das war seinerzeit in China, interessanterweise. Und zwar habe ich für das Goethe-Institut im Chinesischen Nationalmuseum ein großes Besucherlabor gebaut, 2 Jahre lang, von 2010 bis 2012. Und dabei mit meinen chinesischen Kollegen, da war auch noch die SARS-Pandemie sehr präsent, viel über so kulturelle Ansteckungsprozesse gesprochen und über Fragen der technologischen wie biologischen Viren. Und diese Bildgebung war dann auch noch in den Medien präsent. All diese schönen bunten Bilder von Viren, die werden ja gemacht, die macht ja auch jemand mit bestimmten Assoziationen im Hinterkopf, und Wissenschaftler entwickeln da ja auch einen gewissen künstlerischen Ehrgeiz. Und das war damals in Peking ein großes Thema, als wir da zusammengearbeitet haben. Und seitdem habe ich eigentlich so zunächst Artistic Research dazu betrieben, und mit der Zeit wurde eben immer mehr auch die medienwissenschaftliche Auseinandersetzung damit wichtig. Frau Mitscherlich-Schönherr, worin besteht die spezifisch philosophische Herausforderung? Was ist das Problem, über das Sie vielleicht zuerst nachgedacht haben und über das Sie heute nachdenken? Zuerst, also das erste Problem so in den ersten Wochen, vielleicht Ende Februar, Anfang März, war die Frage eigentlich einer Grenzsituation. Also inwiefern erleben wir eine Grenzsituation und was macht diese Situation, die wir gerade durchleben, eigentlich zu einer Grenzsituation? Sind das die Prozesse, die biologischen Prozesse der Epidemie? Sind das bestimmte Deutungen, die wir diesen Prozessen geben? Sind das die politischen Maßnahmen, mit denen wir auf die Epidemie reagieren? Das hat mich zunächst interessiert. Oder ist das ein Zusammenwirken von unterschiedlichen Dimensionen, also ein Zusammenwirken biologischer Prozesse zusammen mit bestimmten Techniken, mit Verfahren der Bildgebung, mit Verfahren der Verfolgung, der Ausbreitung, mit einem Umgang mit dem Virus? Das war so die erste Frage, die mich interessiert hat. Inzwischen interessiert mich auch die Frage, was ist eigentlich eine philosophische Orientierung in der Krise? Also was kann Philosophie leisten, was kann sie nicht leisten? Also es war eher so eine metaphilosophische Frage. Und mich interessieren auch die Gestaltung von Techniken. Also zum einen die Tracing-App fand ich sehr spannend. Ich fand sehr spannend, wie die
wie sich die Technik entwickelt hat, wie sich die Debatten über die Technik entwickelt haben. Ich denke, dass es wichtig ist, hier von der Philosophie kommend auch Vorschläge zu machen, was ein mündiger Umgang ist mit der Tracing-App. Parallel, was mich auch interessiert, ist dann die Frage der Impfung. Wie gehen wir, kann es so etwas geben wie ein selbstbestimmtes Impfen? Was wären Möglichkeiten, uns zu einem selbstbestimmten Impfen zu befähigen? Wie sieht das aus global? Also wie gehen wir mit einer globalen Verteilung des Impfstoffes um? Das wären jetzt so die Fragen. Frau Kraus, was glauben Sie, erzählen Sie in 20 Jahren über das Jahr, als Sie in der Bonner Bundeskunsthalle als Intendantin begonnen haben? Ja, ich hatte letzten Montag einen wunderschönen ersten Tag in diesem Haus mit der Begrüßung und dem Treffen vieler Mitarbeiterinnen. Und der zweite Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, fing schon damit an, dass die erste Absage bzw. Verschiebung eintrudelte, die leider absehbar war, aber auch nicht aufzuhalten. Wir müssen unser Programm ein wenig ändern und das ist natürlich schmerzhaft, gerade wenn man so startet. Aber das ist, denke ich, aufzufangen und wir werden das Beste draus machen und Ihnen trotz allem ein wunderbares Programm bieten. Für mich hat dieses Jahr vor allen Dingen bedeutet, sehr, sehr viel divergierende Tendenzen wieder zusammenzubringen. Man ist als Direktorin oder auch jetzt als Intendantin in Zukunft für ein großes Team zuständig. Und was ich am schwierigsten fand die letzten Monate war, so viel unterschiedliche Einstellungen, so viel unterschiedliche Sorgen, Ängste, menschliche Themen sozusagen zu kanalisieren, zu kommunizieren, das psychologisch auch zu moderieren. Und es ist mir sehr schwer gefallen, mich da auch selber zu positionieren als Privatperson, die da vielleicht weniger in Sorge ist, aber ernst zu nehmen, was die Kolleginnen dazu sagen und eben auch darauf reagieren zu können. Jetzt hat niemand von Ihnen gesagt, mein erster Gedanke oder meine Stimmung immer noch ist Angst davor, dass ich krank werden könnte oder dass ein Mensch, den ich liebe, der mir nahesteht, krank werden könnte. Sie haben vorhin die Thriller erwähnt, die arbeiten ja mit dem Szenario der Bedrohung und zwar der ganz konkreten Bedrohung des Lebens. Also warum ist das so? Warum sind wir jetzt alle Privilegierte? Warum spielt hier in unserer Situation das, was doch die Politik beschäftigt, diese Frage, wie halten wir eine Bedrohung von der Bevölkerung fern, warum spielt das jetzt hier bei uns keine so große Rolle, Herr Böhm? Interesting observation. I didn't notice it and I suppose it's true. I did not feel a serious threat in terms of getting sick. What I did feel very fast in New York, I think the moment when it happened was when Trump suddenly closed, without discussing with the European Union, the airways. The next morning, I did go at 7 o'clock in the morning to buy a few things. I was surprised to discover that I was the only one who responded with this anxiety, and I did ascribe this to my being Israeli, who somehow is then ready to the Ausnahmezustand. I did go to the concerts immediately after, so I went, did the shopping, and I went, took the subway, not that safe in terms of corona, to the Lincoln Center. But the fear was, and this is an interesting point, the fear was not so much of getting sick as it was that society will collapse. And especially in New York, I think that that was the main thing that we were constantly, my wife and I, were thinking. Is it better to go to Israel? Is it better to go out of the city? Is it better to go to Germany? Because under some conditions, civilization can collapse in New York. That was a threat. And that's interesting because the threat was not then the, so to speak, natural one, but the human one was the main question, which in Germany, Sie hatten nicht so viel Angst vor der gesundheitlichen Bedrohung, sondern davor, dass die Gesellschaft kollabiert. Was bedeutet
kollabiert? Woran machen Sie fest, dass eine Gesellschaft zusammenbricht, in sich zusammensackt? Well, one could have a taste of this in some moments in New York. For example, when Irena, the hurricane, hit New York. This is 2011, I want to say. And suddenly, for enough time, there was no electricity and people could not even charge their handies, could not go to ATMs and buy food with cash. Issues like that immediately affected life in the city. The imagination that a situation like that, when Trump and not Obama is in power, will go on for long enough time, felt like a serious danger. At least, and maybe it was, right? Things happened, but that didn't happen. We saw riots in New York and so forth, but there was no collapse of society. But for the first time, we felt the possibility that this would happen. That, so to speak, you know, if we're speaking about Grenzsituationen, or that a certain collapse of the social contract, so to speak, would be experienced. Wenn Sie es mit Deutschland vergleichen, Sie haben ja jetzt den Vergleich, sehen Sie die deutsche Gesellschaft auch an einem Punkt kurz vor dem Look, Jews should never be naive in Germany, that should be stated like that. I remember I was in Germany in the summer of 2006 when the second Lebanon war was happening. And my German grandmother, who was still alive back then, and was living in the Galilee, as where I come from as well, on the border to Lebanon. She said, "Ach, Umrilein, at least you're in Germany safe." Of course, she escaped Germany in 39 barely. She was aware of the irony of that, and I'm aware of the irony of that as well. But there was a feeling that if you go to Berlin at the moment, it is more safe than the US. We stayed in New York, and that was not a false decision. Ich denke, dennoch gibt es, also ich erinnere mich gerade an diese erste Zeit in Berlin, dass es da, ich weiß noch, da war ich mit einer Freundin verabredet am Abend und die hat mir dann gesagt, Olivia, nimm doch zum Nachhausegehen lieber ein Taxi. Du weißt nicht, die Straßen sind leer. Also und ich glaube, da hat man so eine Vorahnung auch sicher, was wahrscheinlich in New York irgendwie sich stärker aufdrängt an Sorge, dass da die öffentliche Ordnung zusammenbrechen kann. Aber zumindest war es in manchen Köpfen Anfang März in Berlin auch. Und ich fand es dieser Hinweis darauf, dass es weniger Angst vor Ansteckung zu haben, als eher Angst zu haben, was macht die Pandemie mit uns politisch, das kann ich sehr gut verstehen. Also ich würde es auch jetzt sagen, ich habe mir so in der Vorbereitung zu diesem Abend überlegt, was hat das eigentlich, was würde ich jetzt eigentlich sagen, was hat das für Auswirkungen gehabt, die Pandemie, auf unser Miteinander? Und hätte als eine These, würde ich in den Raum stellen, dass es, also zunächst mal, dass ich denke, dass bestimmte Tendenzen verstärkt werden. Und eine Tendenz, die verstärkt wird, würde ich so sagen, ist eine Entpolitisierung der Öffentlichkeit. Und unter Entpolitisierung mache ich, also ich verwende einen bestimmten Begriff des Politischen, nämlich ein Verständnis des Politischen, dass es darum geht, irgendwie in pluralen Debatten die gemeinsamen Angelegenheiten zu diskutieren und zu gestalten. Und ich denke, dass gerade diese pluralen Debatten in den letzten Monaten in verschiedenen Weisen sehr stark gelitten haben. Also dass wir auch von verschiedenen Seiten uns nicht mehr so sehr gewillt sind, uns anderen auszusetzen, fremden Positionen auszusetzen. Ich glaube, das kann man sehen einerseits, wenn politische Entscheidungsträger ihre Entscheidungen begründen mit Hinweis auf empirische, auf Fakten, die von den empirischen Wissenschaften erforscht worden sind. Ich denke, dass hier zweierlei stattfindet. Einerseits eine Ideologisierung der Wissenschaft, weil wir natürlich aus empirischen Fakten niemals Handlungsanweisungen ableiten können. Und zum anderen eine Selbstimmunisierung. Aber sitzen nicht auch Philosophinnen und Philosophen, Soziologen, Geisteswissenschaftler, Kulturwissenschaftlerinnen in den
Beratungsgremien der Politik? Also ist ich, ja nicht, sind ja nicht, kann, nur, ist ja nicht nur die Virologie. Nein, das würde ich auch überhaupt nicht sagen. Also ich würde nur, das würde ich gar nicht, darum geht es mir, glaube ich, nicht. Also mein Punkt wäre ein anderer. Mein Punkt ist der, dass wenn es bestimmte politische Entscheidungsträger gibt, die ihre Entscheidungen, ihre Maßnahmen begründen mit eindeutigem Wissen, das empirische Wissenschaften vermitteln, dass dadurch plurale Debatten verschlossen werden, weil es dann nicht mehr, dann gibt es nicht mehr eine Pluralität, eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten, die wir gegeneinander abwägen müssen, sondern es ist klar, es scheint alternativlos. Umgekehrt, glaube ich, kann man aber auch so eine Schließung von Alternativen sehen, in dem, was gerade in dieser sogenannten Freidenkerbewegung stattfindet. Also wenn Emotionen der Verzweiflung, der Angst, der Wut, die im Laufe der Corona-Pandemie sich entzündet haben, hervorgebracht wurden, wenn die so öffentlich gemacht werden, öffentlich artikuliert werden, dass der andere gar nicht mehr darauf reagieren kann. Dass es gar nicht, es soll nicht mehr geantwortet werden. Ich glaube, auch dann findet hier eine Verschließung des Spielraums für politische Debatten statt. Und genau, und also das wäre noch so eine Ergänzung, glaube ich, zu dem, was Omri Böhm gesagt hat, wenn es eine Sorge für mich gibt, eine politische Sorge, dann ist es eine Sorge, dass die Gesellschaft einerseits auseinanderdriftet und es immer schwieriger möglich wird, miteinander konstruktiv zu streiten und voneinander zu lernen, und auch korrigiert zu werden voneinander. Frau Kraus, war das Zustimmung oder war das Widerspruch? Nee, ich wollte abfragen, weil Sie nennen das Entpolitisierung, ich nenne das immer Individualisierung. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Terminus, aber es geht im Endeffekt in diese Richtung, dass man so sich zurückzieht ins Private und in die individuelle Lebensform. Ich habe lange ja auch in New York gelebt, da ist man sehr solitär in Gruppen, in einzelnen Dualitäten, vielleicht sogar nur in kleinen Familien. Die Gesellschaft so als ganzer Resonanzkörper ist wirklich so zersplittert in Facetten, weil man eben sehr stark auch sich wieder vielleicht aus der Gesellschaft rausgezogen hat in diesen letzten Jahrzehnten. Ich sehe, dass es eben in diese Richtung geht, dass durch Corona, dass durch dieses Gucken auch nach den eigenen Liebsten, nach dem eigenen Umgebung auch sehr stark dann wieder eben das Interesse an der großen Gemeinschaft so verloren geht. Ja, also ich meine, da, weil Sie das erwähnt haben, diesen Rückzug ins Private, da finde ich auch noch einen sehr interessanten Punkt daran, eigentlich, dass es auch eine Entleiblichung der Öffentlichkeit gibt. Also wenn man so es gibt eine klassische philosophische Unterscheidung zwischen dem Körper haben und dem Leib sein. Also Körper, Leib sein wäre unmittelbare Schmerzerfahrung. Also ich spüre irgendwas, ist in meinem Fuß, tut mir weh, ich spüre das unmittelbar. Vielleicht sehen Sie es leiblich auch an meinem Ausdruck. Und Körper haben wäre dann eine drittpersonale Perspektive. Also wir können das dann untersuchen. Ich kann zum Arzt gehen, wir können das röntgen und so weiter. Und ich denke, was auch eine Tendenz ist, die verstärkt wird, ist eine Entleiblichung des Öffentlichen. Also dass wir eigentlich leibliche Erfahrungen, unmittelbare Erfahrungen, dass wir aneinander sehen, wie Stimmungen, Emotionen ablesen können, dass wir das viel stärker in das Familiäre zurückziehen, während im Öffentlichen das Körperhaben dominiert. Das haben wir dann natürlich, wenn wir uns alle die neuesten Fotos posten, haben wir es auch unter Kontrolle, was die anderen von uns sehen. Und das wird natürlich auch nochmal verstärkt jetzt in der Situation der Pandemie. Wenn wir mit Masken rumlaufen, auch, aber natürlich, ich musste daran denken bei Omri Böhm, bei der digitalen Lehre, da haben wir es auch sehr stark. Also die ganze digitale Kommunikation ist natürlich auch eine Entleiblichung. Also wenn ich digital unterrichte, sehe ich nur begrenzt, wie meine Studierenden
auf das reagieren, was ich sage. Ich sehe kein Stirnrunzeln, ich merke nicht, ob sie nervös werden. Noch stärker ist es dann, wenn sie dann den Bildschirm abschalten, dann weiß ich gar nicht mehr, was sie machen. Ob sie jetzt rausgehen und auf die Toilette gehen oder ob sie irgendwie den Kopf schütteln oder währenddessen irgendwas anderes machen. Entleiblichung, Entpolitisierung, das ist ja jetzt Ent, die Vorsilbe, die einen Verlust beschreibt. Frau Risto, würden Sie dem zustimmen, dass wir eine Dominanz haben des Empirischen? Mir ist also bei der Vorbereitung auf diese Moderation aufgefallen, dass Sie ja, würde man sagen, Vertreterin einer nicht-empirischen Wissenschaft und eben auch Künstlerin, Sie wurden ja sehr viel gefragt. Sie haben viele Interviews gegeben, Ihre Gedanken waren stark nachgefragt. Haben Sie das Gefühl, Sie sind eigentlich, Sie werden nicht so richtig gehört, sondern Herr Drosten bestimmt alles? Also ich meine, so möchte ich mich nur ganz kurz, so möchte ja, ich muss verstanden. Es etwas zuspitzen, nee, Sie haben nicht gesagt, bestimmt alles. Das ist, glaube ich, keine Zuspitzung. Das ist einfach nicht mein Punkt. Also mein Punkt ist nicht, dass ich sagen würde, es wird nur Herr Drosten gehört, sondern dass ich sagen würde, wir können genau das gleiche Problem, könnten wir auch sagen, durch moralische Leitlinien. Wenn wir irgendwie sagen, wir haben den kategorischen Imperativ und von dort deduzieren wir bestimmte Maßnahmen, haben wir auch eine Eindeutigkeit, die Spielräume verschließen. Also ich glaube, ich möchte nicht in diesen Dualismus reinkommen, einerseits Naturwissenschaften, andererseits. Also ich glaube, das Stichwort war ja wahrscheinlich diese Alternativlosigkeit. Und Alternativlosigkeit ist natürlich genau das Gegenteil von viralen Potenzialen. Viralität bedeutet eigentlich immer eine Grenzöffnung, Durchdringung, vielfältige Wechselwirkungen, irgendwelche unkontrollierbaren Prozesse, Mutationen, evolutionäre Prozesse, die angestoßen werden durch entsprechende Veränderungen. Das Virus ist ja so eine Art Synonym für Veränderung, wie Susan Sontag es mal ausgedrückt hat. Und insofern ist es eigentlich merkwürdig, dass die Antwort und auch die philosophische Antwort, auf die ich übrigens erst mal lange gewartet habe, als das losging. Ich war ehrlich gesagt sehr enttäuscht und sehr, ja, geradezu frustriert, dass da nicht mehr kam. Also, dass die Philosophie eigentlich im ersten Moment völlig versagt hat und nichts mitzuteilen hatte. Und die Kunst im Grunde genommen natürlich auch, weil sich alle nur darüber aufgeregt haben, dass ihre Ausstellungen nicht eröffnet werden und dass keine Veranstaltungen mehr stattfinden können. Und natürlich habe ich mich auch geärgert, dass ich jetzt keine analogen Begegnungen mehr habe, aber ich bin dann sehr schnell schon in den digitalen Raum gegangen und habe die Dinge versucht, entsprechend umzuwandeln und habe dann festgestellt, die Debatte, und das höre ich auch jetzt eben, kreist eigentlich um Themen, an denen wir seit 30 Jahren dran sind. Und nicht diese ganzen Entkörperlichungsfragen und Digitalisierungsfragen und so weiter und so fort. Aber was haben wir jetzt, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, für Überlegungen anzustellen für eine Zukunft mit diesen Erkenntnissen zur Viralität und zum Virus? Und da kommt mir einfach viel zu wenig in der gesellschaftlichen Debatte. Also das Erste, was kam, war, dass alle sich nochmal des Pestdiskurses erinnert haben. Da könnte ich die Wände hochgehen, weil das ja im Grunde genommen das ist, was mal gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Erstens mal ist die Pest ein bakterielles Phänomen und parasitär übertragbar. Und zweitens mal sollte man spätestens seit der AIDS-Pandemie vielleicht 3 Schritte weiter sein, also so philosophisch, gedanklich, was Virustheorien angeht. In der Postmoderne gab es davon ja wirklich genug. Aber das alles war überhaupt nicht präsent. Darüber hat auch überhaupt keiner geredet, sondern man konnte schon eigentlich froh sein, wenn jemand noch mal so ein bisschen existenzialistisch dann gedacht hat. Und damit wäre ich bei Ihrer Frage nach der Angst, die wir jetzt irgendwie alle scheinbar nicht sofort für uns selbst und unser nächstes Umfeld empfunden haben. Also ist, wenn man existenzialistisch denkt, natürlich eh klar, weil dann kann man auch immer davon ausgehen, auf dünnem Eis sich zu bewegen. Und dazu brauche ich nicht das Virus. Da kann auch die Kontamination einer radioaktiven oder einer Giftwolke kommen. Und diese merkwürdigen, unsichtbaren Phänomene, von denen haben wir ja genug in der Moderne, die einfach mal grenzüberschreitend alle betreffen. Aber wenn wir schon von Körpern reden, dann sollten wir natürlich schon von Körpermetaphern und von sowas wie Volkskörpern und diesen Vorstellungen davon, einer Community anzugehören oder einem großen Ganzen anzugehören, reden. Und
da, denke ich, liegen die zukünftigen Optionen. Und da wird es auch wirklich interessant, denn wir nehmen uns ja zum ersten Mal wirklich als Weltkörper wahr. Oder jedenfalls viel stärker als in früheren Krisen. Und das finde ich wichtig und gut. Denn es geht nicht mehr um irgendeine Risikogruppe, die betroffen ist, sondern es geht schon um alle. Und das würde ich auch durchaus als positives Potenzial ansehen. Herr Böhm, Frau Ristow hat gesagt, die Philosophie hat versagt. Das brauche ich gar nicht mehr zu spitzen, das ist schon recht spitz. So, jetzt haben Sie die Chance. Die In der Politik würde man sagen, jetzt können Sie liefern. There is a famous maneuver, I think I saw it in a movie that's called The Hunt of the Red October. It's called The Crazy Even. I'm going to do the crazy even on this claim about philosophy. It means if someone shoots a torpedo at you, instead of trying to maneuver out of it, just go straight into it and hit it before it explodes. Philosophy has always failed. I take it when philosophers give answers, they don't understand what they're supposed to do. And I think that a lot of people wanted answers from philosophers. It's possible that some philosophers thought that that was their moment in the sun to give answers. Possibly they failed, possibly they succeeded. Philosophy is not in the business of giving answers. The failure so far, I don't know if whether this truly is a failure or not, I'm not sure. I don't want to ridicule science. I'm a big fan of science. But it is a task of science and not of philosophy to give answers. Science has this in common, by the way, with religion sometimes. Religion and science are supposed to give answers, and philosophers are in the business of thinking, not of knowing. That's a big Socratic distinction. And if this was a moment in which philosophy was to succeed, then it was in formulating answers, in understanding the meaning of the questions and so forth, which I thought was could be a powerful task for philosophy. The not necessarily the scheitern, but the failing to satisfy moment was of science. People looked up to science and wanted it to save us. In a way, they looked at science and wanted it to be as easy as religion, to just give easy answers. The problem is that our concept of knowledge is complicated. Our concept of knowledge is connected to time. It requires publishing in journals, getting criticized, and so forth, which often we noticed was not no longer the case, did not function in the same way. And this is where I think religion and science, which, as I suggested, actually have something in common, that's the giving of answers, became more similar to each other than ever. And the reason is the following. It is that religion is not so much about what you believe, but about how you believe. You can believe in God and be rational, perhaps, and you can believe in science and be irrational. Science is science rather than religion when it remains a form of questioning, a form that's open to criticism, that requires time, that is not something that's easily done in the Ausnahmezustand or in Grenzsituationen. Science requires leisure of sorts. Knowledge is produced when there's leisure. This is not to discredit science, of course not. We depend on science to overcome this. But it is to say that we need to be very careful with the type of answers that we're now fast looking to receive from science. From philosophy, we never should ask for answers anyhow. So Nein, ich frage auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr nach Antworten, aber ich hätte mir gewünscht, dass manche Fragen, die in der Philosophie ja schon längst gestellt worden sind und auch vor gar nicht vor allzu langer Zeit, also Roberto Esposito hat ganz wunderbare Fragen zur Immunitas gestellt, die eigentlich allgegenwärtig hätten sein können, aber komischerweise wurde das gar nicht thematisiert. Also meiner Meinung nach sind zu viele Fragen, die eigentlich schon gestellt worden sind in den letzten 30, 40 Jahren, überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Stattdessen hat man auf altbewährte Konzepte aus dem 19. Jahrhundert zurückgegriffen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wo seid ihr alle gewesen die ganze Zeit? Also man hat doch eigentlich gelebt mit diesen Virustheorien, oder nicht? One of the, I mean, philosophers should not be afraid
old questions. So I don't feel the challenge of us philosophers, not us, me personally, but philosophers not addressing new concepts or new questions that emerged recently. I think that if philosophers were to address this issue seriously, here is a question that's much older than 40 years. I would have been interested in hearing some questions about it. What about our concept of time? How is our concept of time changes when we cannot escape our existence anymore? David Grossman, the famous Israeli author, he wrote an important article in Haaretz, and which was for many good reasons embraced with love. And he made the claim, we will now discover that time is more important than money. I think this is, in some sense, obviously true, but in a deeper sense, actually false. Because one reason why we're chasing money is to escape our time. What happened is that suddenly we had a lot of time, not scarcity of time, by no means. And the things that we discovered was that we cannot escape it anymore. You were home and you had to think, you had to read, you had to be with your family. You could not pretend that you're going to walk or... what do you do with this time suddenly when you discover it? Seems to me like an old philosophical question, which would have been the deeper. Philosophers are at their worst when they're trying to do something new. Or let me rephrase that. They can give new formulations to old questions. Ich sehe eigentlich gar nicht so sehr stark die Spannung zwischen den beiden Positionen. Also weil ich denke, dass es allgemein eine Erwartung gab an Philosophie, dass Philosophie jetzt Politikberatung zu leisten hat. Da würde ich zustimmen, das enttäuscht Philosophie. Philosophie macht sie schlechte Politikberatung. Und ich denke, was dann oft passiert ist, ist eigentlich, sich der Philosophie ganz abzuwenden und zu sagen, gut, dann wollen wir jetzt die rationale Orientierung von den Wissenschaften haben. Und da könnte man natürlich schon sagen, da ist in den ersten Wochen der Pandemie, hat man keine Nachfragen gehört. Und das hätte durchaus, glaube ich, eine Aufgabe für Philosophie sein können. Vielleicht weniger Antworten geben, als so ganz sokratisch, als Stechfliege zu funktionieren. Also, naja, aus Italien kamen ja genau, dann schon genau, teilweise auch sehr krasse Thesen. Und da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen von dieser Schnellschuss. Ja. Genau, also ja. Agamben hat am 28.02. und ich glaube sogar schon einige Tage vorher eben von der Erfindung einer Pandemie gesprochen. Und im Grunde genommen auch all denjenigen, die jetzt da entsprechend mit biopolitischer Keule um sich schlagen, Feuer geliefert. Und ich schätze ihn eigentlich sehr und habe ihn auch oft in meinen Arbeiten zitiert. Aber das war mir etwas zu pauschal und auch etwas zu schnell in einem Moment, wo man es, denke ich, auch noch gar nicht genau beurteilen konnte. Und ich muss sagen, ich habe die italienische Situation sehr genau mitverfolgt, weil ich eben viele Freunde in Italien habe und auch von den ersten Tagen an immer gemerkt habe, da wird es wirklich ernst und wir sollten das hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und insofern... Ja, fand ich es dann schon merkwürdig, dass es da auch so eine große Diskrepanz gab zwischen dem, was an philosophischer Debatte in Italien und Frankreich stattfand und zum Beispiel bei uns dann nicht stattfand. Ne? Ja, oder vielleicht ich hätte wirklich gesagt, in den ersten Wochen, also das Ende hat sich ja dann auch geändert. Ja, also ich glaub, das in den ist ersten auch, Wochen, genau. Genau, also ich denke, das muss das auch wichtig zu unterscheiden, dass, das ja. irgendwie, dass ja. es ja dann irgendwie im Laufe... des April, Mai wirklich auch in Deutschland die Debatten angesetzt haben. Ja. Haben Sie denn umgeswitcht mit Ihren Studierenden? Haben Sie denn dann auch gleich über, ja, tatsächlich, apropos, keine Antworten finden, aber haben Sie dann wenigstens das gleich auch reflektiert? Ich hatte das Glück oder die glückliche Fügung, dass ich ein Seminar angeboten habe zum Praktischwerden der Philosophie.
Und da war es natürlich leicht, sich anzuschauen, überhaupt, was bedeutet, dass Philosophie praktisch wird, was ist philosophische Orientierung und dann, wie können unterschiedliche Formen der philosophischen Orientierung in der Krise aussehen. Und insofern hat es, ja, war es eine glückliche Fügung, dass es ganz gut geklappt hat. Can I ask a question? Yeah. You use the concept Orientierung many times, and that fascinates me. It's, I'm sure you know this better than I do, one way or another, coming from Kant. Kant likes the concept of Orientierung. He has this famous article, Was heißt sich im Denken orientieren? Are you thinking about those in those terms? So in those Kantian terms of Orientierung, when, for example, we do not have knowledge that will give us answers? Or ja, tatsächlich interessiert mich das. Also tatsächlich ist das eine Form der Orientierung, die mich interessiert. Also eine Form, wenn wir sagen, wir sind hier in Grenzsituationen, wenn es eine Grenzsituation ist, die für uns unüberblickbar ist, in der wir den Eindruck haben, dass viele Begriffe nicht mehr passen, dann interessiert mich, wie kann es da wir jetzt also einfach nicht nur willkürlich irgendwas tun, sondern wie kann es hier eine rationale Orientierung geben, ohne Leitbild, ohne letzte Regeln, Gesetze, von denen her wir den Einzelfall bestimmen können. Und auch von Kant her, Kant würde dann sprechen von einem reflektierenden Urteil. Also auch ein reflektierendes Urteil ist kein willkürliches Urteil, es kann irgendwie drauf losrennen, aber es hat zugleich eben auch keine letzten Regeln. Und das scheint mir sehr interessant zu sein, und wichtig zu sein, weil auch dieses reflektierende Urteil, wie Hannah Arendt dann gesagt hat, der eminent politische Sinn des Menschen ist. Also wir haben im Politischen sind wir konfrontiert mit Situationen, die wir nicht überschauen können, und wir müssen handeln. Und dann kommt es darauf an, dass wir klug handeln, dass wir reflektieren und vielleicht von dem, was jetzt zu dem zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, dass es dann auch ein plurales Urteil ist. Also dass wir die anderen dafür brauchen, um politische Klugheit zu entwickeln, um eine konkrete Situation zu beurteilen. So this is good. I'm allowing myself for a moment to ask the follow-up. This is good and this is relevant here because reflective judgment is the model of art making and of appreciating art. So this brings it back to the question of the museum, art, culture, and so forth, and the necessary role of those institutions, if this is what we want to call them, exactly in those moments, right? So if you're facing a new moment, that is a moment for which existing concepts do not exist, existing concepts cannot give us Orientierung, but we need reflective judgments, ones in which a situation that's new, and for that reason we do not have a concept to deal with, a concept that will tell us how to deal with it. We need art, really, because it is art that will help us articulate the new concepts that we need to develop in order to address a new form of reality. It is a Kantian position, and this goes back to something that you said repeatedly, which I think is good, that those reflective judgments are not something that I do alone, they're something that I do in community. But one thing that maybe we should notice, there was a moment when it seemed absolutely clear that there was this individualization of society, this Entpolitisierung, or going back to the private sphere. There are interesting ways in which empirically that actually is no longer true. In some sense it remains true, but you know, just I left New York on the day when the riots started, and whatever one made of those riots, I was of mixed feelings. I supported them in many ways, but I was also suspicious. Those riots were exactly again the moment when people came together and refused to be alone. And people were not afraid of having their bodies together in the street. Same in Israel today. That's not the topic of this conversation. I have my criticism of what we're seeing now in Israel. But one thing is true about them, and this is people with their bodies
In August in Israel, you can smell those bodies, right? This is what's also important to Agamben. Those are real bodies coming together to a moment that can appreciate also reflective judgments, can try to develop new forms of thinking in the public sphere. Sie haben vorhin die Brücke zur Religion ja schon geschlagen, zum Glauben schon geschlagen. Da würde ich auch jetzt gerne darauf zu sprechen kommen, nach den Deutungen und auch dem Deutungsversagen oder der Frage, kann man überhaupt Deutung und Antwort erwarten. Religionen, Frau Mitscherlich-Schönherr, diese spirituelle Dimension, wie haben Sie das gemeint? Was fehlt Ihnen da? Was könnte eine spirituelle Dimension der Pandemie sein? Ja, ich erzähle meine Geschichte. Ich war wahrscheinlich wie viele von uns hier während der ganzen Corona-Zeit nicht beim Friseur und dachte mir so völlig zerzauselt, kann ich nicht hierher kommen, und bin vor ein paar Tagen also zu einer älteren Friseurin gegangen bei uns im Kiez und habe sie gefragt, wie haben Sie eigentlich die letzte Zeit erlebt? Und ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich nicht gut Berlinern kann. Und sie hat gesagt, ich sag mal so, ich finde Corona prima. Immer mehr, immer höher. Das ist nicht mehr. Die Leute müssen umdenken. Ich mache auch kleiner. Und hier in diesem Satz sehe ich eine spirituelle Erfahrung ausgedrückt. Nämlich die spirituelle Erfahrung, von der Krise aufgerufen zu sein, unser Naturverhältnis zu erneuern. Und das kann man dann sicher auch in religiösen Termini deuten, muss es aber, glaube ich, nicht. Diese Frau ist eine ältere, gestandene Berlinerin, würde sich sicher nicht als religiös bezeichnen. Aber ich denke, wenn man sich das näher anschaut, kann man, was sich in diesem Satz ausdrückt, ist das eine klassisch spirituelle Erfahrung. Die Erfahrung in der Religionstheorie wird im Allgemeinen von vier Schritten gesprochen, also eine prozessuale Erfahrung, die damit anfängt, mit einer Erfahrung der Ohnmacht, der Entbergung. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir in Corona alle gemacht haben irgendwann. Also das Ausgeliefertsein an fremde Prozesse, die wir nicht beherrschen können und für die aber auch unser Wohlergehen nicht zählt. Und das scheint mir deswegen interessant zu sein, weil es auch bricht mit einer modernen Lebensform, die darauf ausgerichtet ist oder die sich dynamisch stabilisiert, also die darauf ausgerichtet ist auf Bemächtigung, auf Verfügbarmachung, auf Beschleunigung, und damit sind wir irgendwie an den Rand gekommen. Und weiter drückt sich, glaube ich, in diesem Satz von dieser Berlinerin aus, dass wir also nicht nur Erfahrungen machen der Ohnmacht, sondern dass wir auch das Ansinnen oder den Anspruch, die Situation in den Griff zu bekommen, aufgeben. Und also das, glaube ich, kann man im Lockdown sehen. Im Lockdown dieser starke Unterschied im Zeiterfahren. Also auf einmal gibt es die nicht, wird die beschleunigt, das beschleunigte Leben wird entschleunigt. Auf einmal haben wir viel Zeit zur Verfügung. Und was ist dann zu einer dieser Erfahrungsprozess zu einer spezifisch spirituellen Erfahrung macht, ist, glaube ich, wenn wir in einzelnen Momenten augenblickhaft Erfahrungen des Getragenseins, der Verbundenheit, der Alleinheit machen. Also das kann im Lockdown Erfahrung sein, dass wir erfüllt sind von einem schönen Morgen. Dann haben wir wieder eine andere Zeiterfahrung. Die Zeit scheint still zu stehen und erfüllt zu sein von der oder des Vögelzwitschern. Es kann sein, dass am Vögelzwitschern wir auf einmal Alleinheitserfahrungen machen, Erfahrungen der Verbundenheit mit der Schöpfung oder mit dem Ganzen der Wirklichkeit, wie man immer das nennen will. Aber geht das nicht? Und ich denke, ich würde das gerne noch ganz kurz fertig. Ich denke, weiter geht es, wenn man das weiter spinnt, ist, dass aus im Lichte dieser Erfahrung der Verbundenheit, das kann, glaube ich, rückwirken oder uns in Frage stellen in dem, was wir davor gemacht haben.
Also wenn diese Berlinerin gesagt hat, das ist nicht mehr. Ja? Also es ist irgendwie eine Erfahrung, dass dieses beschleunigte Leben, dass wir damit an die Wand gerannt sind. Und nämlich insofern in der Krise an die Wand gerannt ist, als das Verfügbarmachen, das Beherrschen von Natur wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass es zu dieser Krise überhaupt kommen konnte. Dass durch die globalisierte Ökonomie, durch Formen der Naturhaltung, durch eine Zerstörung von Biodiversität ist diese Pandemie ja überhaupt erst möglich gewesen. Und ich glaube, dass das darin, und da würde ich sagen, das ist eine spezifisch spirituelle Erfahrung, von der Krise her, sozusagen von der Krise her kritisiert zu werden und von der Krise her irgendwie gefordert zu sein, umzudenken, uns neu auszurichten, uns so auszurichten, dass die Erfahrung der Ohnmacht irgendwie wir integrieren können. Also ich würde da können Sie der Krise einen Sinn geben? Ich bin da ein bisschen zu sehr von Susan Sontag geprägt. Und also diese Zuschreibung von Bedeutung, die ist immer ein bisschen problematisch, wenn es sich um biologische Phänomene handelt. Und ich muss auch ein bisschen Einspruch erheben gegen diese sehr stark dann religiös aufgeladene Interpretation. Denn am Ende ist es so, dass sich Künstler eigentlich schon immer und das ist eigentlich auch das Wesen der Moderne, mit dieser Faszination für den Kontrollverlust positiv auseinandergesetzt haben, auch und gerade wegen dieser besonderen Begeisterung für die Verbundenheit der Dinge, wegen eines, wenn man so will, Universalismus. Aber das muss nicht unbedingt dann religiös aufgeladen werden, sondern das kann auch eine Erkenntnis sein, die dann beispielsweise in die alltägliche Praxis Eingang findet, dass man eben Dinge nicht mehr versucht, hundertprozentig zu kontrollieren, sondern zum Beispiel, wie das natürlich sozusagen ein großes Leitmotiv der Moderne ist, dem Zufall auch mal ganz viel Raum lässt. Und das geht im Grunde los bei den Dadaisten, die für mich so Virusexperten avant la lettre sind, die auch schon von Mikroben der Freiheit gesprochen haben und die gesagt haben, wir müssen einfach mal schauen, was da mit der Aleatorik, mit diesen Zufallsprozessen möglich ist. Und der Zufall, wie Jean Arp das so schön mit Bindestrich geschrieben hat, ist unser bester Freund und wir werden schon irgendwie dann klarkommen. Und dahinter steckt ein vitalistisches Prinzip und das finde ich bei manchen Philosophen natürlich auch sehr genau beschrieben. Also Hans Jonas wäre zum Beispiel ein Philosoph, der in dem Zusammenhang interessant ist, weil er natürlich auch immer noch den ökologischen Gedanken mit drin hat und weil er diesen schönen Text vom Homo Pictor geschrieben hat und weil es da tatsächlich um ein evolutionäres Prinzip geht, das uns auch und nicht zuletzt zum Kunst- und Kulturschaffen bringt. Und das ist etwas, was ich nicht einfach ohne weiteres der Religion überlassen möchte, sondern das ist vielleicht natürlich etwas, was Künstler grundsätzlich beschäftigt. Ne? Kann ich darauf noch kurz? Oder? I can try to answer this perhaps from a different perspective, even though I'm not so sure. Look, I'm not a religious person, but at least traditionally in the philosophy, there was an obvious relation between art and religion, and it was taken very seriously. And at some point in modernity, I'm not exactly sure when actually, there was this alleged Trennung. Now we can do art, and this is not a religious practice anymore. And I think that we ought to ask ourselves serious questions whether this is, in the end, truly possible. It's certainly possible to do it as a practice without speaking about religion. But we don't do away with God or religion or theology just by not mentioning it. And my point can be specific in this sense. If art truly does relate to a realm of meaning that is not reduced or is not reducible back to material reality.
da wäre ich absolut bei Ihnen. Ich glaube, ich könnte sogar den Zeitpunkt benennen, den Sie suchen, und zwar ist das das Jahr 1907. 1907 ist nicht nur das Jahr, in dem Picasso die Demoiselles d'Avignon malt, es ist auch das Todesjahr von Alfred Jarry, dem Erfinder des König Ubu, und es ist das Jahr, in dem Henri Bergson seine Evolution Creatrice veröffentlicht. Und das ist ein Buch, das der Vatikan nicht umsonst auf den Index gesetzt hat. Denn wenn ich von der Evolution selbst als Schöpferin spreche, dann ist das natürlich tatsächlich der Beginn einer Trennung von Religion und Kunst, wenn die nicht schon viel früher eingesetzt hat. Also darüber könnten wir jetzt hier lang und ausführlich reden. Und Frau Kraus nickt schon. Und das ist sicherlich auch etwas, was man gerne noch mal ausführlicher thematisieren könnte. Aber ich glaube, dass da wirklich ein ganz entscheidender Zeitpunkt gewesen ist, in dem nicht zufällig viele Künstler angefangen haben, mit Fragmenten zu arbeiten, mit der Fragmentarisierung von Welt umzugehen und plötzlich ganz und gar abzukommen von einer Objektidentität und sich einer Prozessidentität zuzuwenden und diese evolutionären Prozesse eben auch für das künstlerische Arbeiten anzuwenden. I don't want to contradict the year and the fact that this is how art is being produced. I want to question whether it can be in the end successful, whether this reduction of art to naturalism, to evolution and so forth, will in the end, if art is supposed to create is not just a metaphor, or it may be a metaphor, but not just a metaphor. It's a powerful world. The ability of art to create something new is not obviously something that can be understood in or reduced back to evolutionary terms. Das ist genau das große Problem, was da einsetzt. Also das ist nämlich auch die Krise der Autorschaft, die da einsetzt. Und wenn ich im Französischen, wo ja diese ganzen Debatten als erstes vertieft wurden, den Auteur de l'univers habe, den Schöpfer des Universums als Autoren bezeichnet, dann ist es natürlich sehr interessant, sich vorzustellen, dass das dann in unserer heutigen Zeit, und da sind wir dann wieder beim Virus, in einen Akteur des Univers verwandelt wird und dass also dieser Schritt von einem Autor zu einem Akteur möglicherweise komplett den Verlust von dem, was wir mal als unter Kunst verstanden haben, bedeutet. Also vielleicht ist unter diesen Vorzeichen Kunst dann auch gar nicht mehr möglich. Und das würde mich natürlich genauso besorgt stimmen wie Sie. Ich würde gerne Frau Kraus jetzt einbeziehen in das Gespräch. Religion ist Kontingenzbewältigung, ist irgendwie eine Art, mit den Widerfahrnissen des Lebens umzugehen, kann einem dabei helfen. Trost ist ein Wort, das oft verwendet wird im Zusammenhang mit Religion, ganz unabhängig davon, welcher Religion man sich zugehörig fühlt. Was kann Kunst in dieser Krise Vergleichbares oder ist die Frage irgendwie primitiv, denn natürlich setzt sich niemand hin und sagt so, ich mache jetzt ein Kunstwerk, um zu trösten. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, steckt ja auch jetzt etwas von diesem Tröstenden, von diesem, ja, was uns eben auf einer ganz anderen Ebene erreicht als ein Impfschutz, als irgendeine naturwissenschaftliche Entdeckung, steckt ja in der Kunst, dass Sie sagen, trotzdem, ich mache es jetzt weiter, ich mache es jetzt erst recht vielleicht. Also Kunst hat sicherlich was Tröstliches im Sinne, dass es immer sehr inspirativ wirken kann. Ich würde Herrn Wöhm folgen, dass auch Kunst jetzt gerade keine Antworten geben kann. Es ist sicherlich nicht an der Zeit, dass man jetzt sozusagen die Künstlerinnen vorschickt, um eben zu Corona etwas zu produzieren oder darauf zu reagieren oder gleich eine Antwort zu haben oder gleich das auch in Form zu gießen. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, aber ich glaube, dass Kunst immer sehr tröstend ist, weil es abschweift, weil es eben Gedanken produziert, weil es Eindrücke vermittelt, die vielleicht auch nicht direkt immer sofort eins zu eins übersetzbar bleiben können. Aber für mich ist Kultur und Kunst in dieser Zeit besonders
tröstend, weil es empfänglich macht eben für viele poetische, für viele emotionale Ebenen, die einem vielleicht zurzeit fehlen, die einem vielleicht eben auch abhanden kommen in so einer sehr rationalen Zeit, wo man sich mit sehr basalen Fragen des Lebens auseinandersetzen muss. Und ich mag es immer wieder gerne zu sehen, dass wir treue Freunde und Besucherinnen haben, die genau sich versuchen auch abzulenken und anderes zu finden und andere Fragen wieder anzugehen und nicht nur noch Corona, obwohl wir heute dazu eingeladen worden sind, gehen mir ein bisschen die anderen Themen abhanden, muss ich ehrlich sagen. Und das kann Kunst immer, dass es eben auch wieder auffächert und viele, viele Möglichkeiten zulässt. Wir haben vorhin in dem Film, den jetzt unsere Zuschauer über Facebook nicht gesehen haben, wir haben vorhin in dem Film kurzes Lied gehört, Those Were the Days, My Friend. Das ist ja ein Lied der Wehmut. Man erinnert sich an eine Zeit, die vorbei ist. Szenen, die es eben im Moment nicht mehr gibt. Volle Säle, rauschhafte Partys, Empfänge und so weiter. Das ist jetzt ja erstmal vorbei. Frau Mitscherlich, Sie haben eben gesagt, was nicht mehr so sein soll wie bisher. Dieses Virus, das uns nachdenklich macht, dass wir überlegen, ist das Leben, das wir bisher geführt haben, das Richtige? Jetzt frage ich mal umgekehrt, was soll denn wieder so werden wie vorher, wenn es denn mal vorbei ist? Ich weiß, ich glaube, diese Frage habe ich mir so nicht gestellt. Also ich kann Hoffnung stellen, weil ich, irgendwie scheint mir die Frage abstrakt. Wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht und wir sind geschichtlich anders geworden. Und ich würde jetzt eher fragen, in welche Richtung kann ich hoffen, dass es weitergeht? Und klar, ich kann Ihnen sagen, wonach ich mich sehne. Natürlich sehne ich mich nach Urlaub in Italien. Aber ich weiß nicht, dass es scheint mir jetzt auf die Zukunft gesehen nicht so interessant. Also interessant finde ich, dass wir eigentlich, also wenn wir es ernst nehmen, dass wir geschichtlich andere sind, als wir vor einem halben Jahr waren, scheint es mir interessant, dass wir hier Lernprozesse durchlaufen können. Individuelle Lernprozesse, also das habe ich mit der Berliner Friseurin gemeint, und gesamtgesellschaftliche Lernprozesse. Und so dass wir anders werden, uns vielleicht wachsen können, als Individuen wachsen können als Gesellschaft und in diesem Wachsen zehren können, auch aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht auch aus Kritik, die wir aneinander geübt haben, aus Erfahrungen, die wir auch mit den Maßnahmen gemacht haben, der Pandemiebewältigung. Sehr interessant finde ich eben, wie ich, glaube ich, am Anfang schon erwähnt habe, die Entwicklung der Tracing-App. Da, glaube ich, kann man ganz deutlich so einen Lernprozess sehen. In diese Richtung würde ich eigentlich eher gehen. Das Aber die politische Debatte ist ja auch bestimmt von dieser Frage oder von dem Schlagwort Normalität, neue Normalität. Es wird diskutiert, ob wieder Publikum, im Moment ja gerade, ob Publikum in die Fußballstadien kann und all das. Also es gibt ja offenbar doch einen nennenswerten Teil der Bevölkerung, der sagt, nee, ich möchte schon etwas oder viel von dem zurück, was ich vorher hatte. Die ganze Lockerungsdebatte war davon bestimmt. Also wer von Ihnen glaubt denn, dass dieses Virus die Veränderung bringt, die jahrzehntelange Debatten über Klima, über Umweltschutz, über Gerechtigkeit im Kapitalismus, die diese Debatten alle nicht gebracht haben, dass dieses Virus jetzt wirklich, großes Wort jetzt, aber ich gucke jetzt hier auf die Überschrift, wir Kapitalisten, dass dieses Virus einen Systemwechsel anregen kann. Ich glaube es nicht. Ich halte das für, also ich halte es an, Sie haben gesagt, auslösen kann.
ich würde nie sagen, auslösen muss, es ist offen. Es kann passieren und ich denke, es ist, wenn wir es ernst nehmen, dass es hier eine Krise ist, ein Übergang ist, ist die Zukunft offen. Und die Zukunft ist offen und wir wissen es nicht. Es kann sein und es ist, indem wir darüber diskutieren, auch hier und jetzt darüber diskutieren, tragen wir etwas dazu bei, dass es, sagen wir, bieten Möglichkeiten der Interpretation an, wir bieten Möglichkeiten an, bestimmte Phänomene zu sehen und können Lernprozesse mitgestalten. Das kann auch anders ausgehen, auch wenn die Zukunft offen ist. Es können auch lernen, es kann auch eine Entwicklung geben, die wir vielleicht alle nicht wollen. Es kann paternalistische Politikstile können sich durchsetzen, es kann die Digitalisierung natürlich benutzt werden, um starke Kontrollen auszufinden. Das ist auch möglich, das kann auch sein. Aber ich denke, dass wir die Ausnahmesituation, in der wir sind, in ihrer Unüberschaubarkeit nicht schließen können, indem wir sagen, es kann nichts passieren, doch es kann sehr schnell gehen. Warum haben Sie vorhin so entschieden Nein gesagt? Weil ich glaube, dass das eine von vielen Krisen ist, die sich eigentlich akkumuliert haben und die in gewisser Weise auch absehbar war, weil so ein Virus ja auch immer Ausdruck eines Verlustes einer Balance ist. Und ehrlich gesagt glaube ich eher, dass das Virus die Probleme noch verstärken wird, die ohnehin vorhanden sind und dass wir zwar sehr viel lernen könnten vom Virus, da würde ich Ihnen völlig recht geben, aber dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das tatsächlich dann auch erfolgen wird. Und das ist natürlich schade, aber auch die Krisen der vorangegangenen 30, 40 Jahre waren stets auch kulturelle Krisen und nicht nur von bestimmten Phänomenen abhängig. Und insofern bin ich da erstmal ziemlich skeptisch, aber vielleicht sieht Herr Böhm, worauf richtet sich Ihre Hoffnung, außer auf einen Impfstoff? Yeah, I'm not sure that the positions are completely contradictory, because I thought there was an agreement that things can get now only worse. We can learn a lot from this situation, and we can fail to learn from the situation, or rather learn the wrong things, and that's very likely that this would happen. But I think, I think Kant is very useful here. He famously coined the question, was darf ich hoffen? What can I hope? In a way, he's misformulating his own thinking when he asks this, because a good Kantian should ask this even more radically. What ought I hope? Should have been the question, not just what I darf. I think that if we look at the world, we have every reason to think that things tend to go worse and not better, and that people will learn the wrong things. But we ought to hope and believe that there are real things to learn from what happened. And if we will not believe that, then we will not participate in exactly that trust that needs to be cultivated, I think, in order to enable this learning. Das ist ein sehr schönes Stichwort. Das ist eigentlich auch das, was schon vor einigen Jahren mit dem Stichwort Viral Love in den Raum gestellt worden ist. Also natürlich wäre es wunderbar, wenn eine neue Kultur des Miteinanderverbundenseins, des Vertrauens entstehen würde. Etwas, was, denke ich, ganz grundsätzlich wichtig ist, um überhaupt erst kulturelle Zusammenhänge herzustellen, ist ja so dieser Kohärenzsinn, der Sense of Coherence. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen in dieser Zeit bewusst geworden ist, ob sie darüber verfügen, ob sie einen Sinn für Zusammenhänge haben oder eben nicht. Und das wäre dann schon eine meines Erachtens nach fast künstlerische Leistung. Aber wie gesagt, da die Vereinzelungstendenzen und dieses Cocooning und die Individualisierung ebenso
stark verstärkt werden und in diese nächste Welle der Digitalisierung läuft, ist das die Frage, ob das dann tatsächlich Look, Erfolg hat. Let me give you a much more concrete example. I think probably everybody here agrees, even though maybe we prefer to suppress it or to repress it, that the human race will only survive if we will change our form of life. If we will continue living the way that we do, then the humanity will not continue to exist in the future. And one of the problems of pessimism, when we think about it, has always been that we will not change our form of life. It's impossible. Part of the problem is democracy. It's impossible in a democratic system, or almost impossible, to imagine that in a democratic system, people will just radically change their form of life. This just doesn't function well as an election slogan. One would be completely naive to say, look, we've changed our form of life in the last 4 months, so we can do this also in relation to global warming. Do I think that also after the Impfung, people will somehow continue to have learned from the changed form of life? Probably not. Do we have a certain duty to believe that it's possible and that for that reason we can maybe promote that change politically? Because we've proved that it's possible, that Lufthansa can stop flying the way that it does. That's something that we thought was impossible. Ich glaube, ich würde auch da gerne nochmal auf diesen anderen Aspekt zurückkommen, den ich vorhin erwähnt habe, an der Krise, von der Krise gefordert sein. Also Sie hatten daraufhin gesagt, na, das wäre irgendwie eine Projektion, weil der Virus sei ein biologischer Prozess oder die Pandemie sei ein biologischer Prozess. Aber wenn wir es ernst nehmen, dass die Pandemie sich nur unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen so hat entwickeln können, wie Tierhaltung, wie Abbau der Biodiversität und so weiter, dann ist es nie nur ein biologischer Prozess. Und dann ist es natürlich durchaus denkbar, dass in dieser Krisensituation, die viel aspektivisch ist, ja, also die biologische Aspekte hat, soziale Aspekte hat, geistige Aspekte hat, dass wir uns in dieser Krise gefordert fühlen und dass wir in der Krise Erfahrungen machen, Sie können die spirituell nennen oder nicht. Ich würde unterscheiden von religiös. Ich glaube, spirituell und religiös ist nicht das Gleiche. Aber Erfahrungen machen, dass wir so nicht weiterleben können. Und das setzt dann erstmal einen Spielraum, das setzt uns erstmal frei. Damit ist noch nicht gesagt, in welche Richtung wir gehen. Aber es kann uns, kann viele Menschen, können sich herausgefordert fühlen, zu sagen wir, oder auf sich zurückgeworfen fühlen. Sich auf sich zurückgeworfen fühlen und herausgefordert fühlen zur Erneuerung. Die Hoffnung ist doch, dass die Grenzen des Wachstums wieder stärker respektiert werden, dass wir nicht schneller, höher, weiter bis Turbo dann gehen und vor allen Dingen eben auch wieder schauen, ob wir, ich nenne das immer wieder wie so einen Häutungsprozess, also es wird sich nicht komplett ändern meines Erachtens, aber vielleicht durch eine Schicht weniger gibt es vielleicht ein wenig Hoffnung auf ein bisschen mehr Respekt für unsere Umwelt und für das Miteinander. Aber Künstlerinnen und Künstler wären doch sicher froh, wenn die Häuser wieder voll wären, Leute wieder auch ins Flugzeug steigen würden, um große Ausstellungen zu besuchen. Also sie graben sich ja jetzt gerade ein bisschen selbst das Wasser ab, ne? Mit dem weniger. Also ich meine, wir berichten ja auch über Künstlerinnen und Künstler, die am Existenzminimum leben oder jetzt auch darunter. Und die wünschen sich doch Auftrittsmöglichkeiten, die wünschen sich doch auch den Markt wieder zurück und das Publikum vor allem auch wieder zurück. Analoge Begegnung vor allen Dingen. Die Begegnung wieder, ja. Natürlich, das ist auf jeden Fall der Fall. Wir müssen trotzdem umdenken lernen. Wir werden in dieser Globalität sicherlich auch neue Möglichkeiten finden, dass der Kommunikation und des Austauschs. Wir werden sicherlich auch wieder Begegnungen haben. Vielleicht sind sie anderer Natur. Die Reisenden kommen sicherlich wieder, vielleicht auch auf einem anderen Wege. Ich denke schon, dass auch Künstlerinnen da neue Mittel finden. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu, aber eine Frage habe ich noch, wie am Anfang, eine Frage an Sie alle. Woran merken wir, wenn die Zeit danach angebrochen ist, wenn die Krise
vorbei ist. Frau Mitscherlich-Schönherr. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen sollte mit dem, mit einer Zeit danach. Also werden sicher Habitualisierungen wieder stattfinden. Es werden sicher, ich denke, man muss aber aufpassen. Ich glaube, man muss gleichzeitig aufpassen, von einem zu einfach zwischen Krise und Normalität zu unterscheiden. Weil diese Normalitäten sind irgendwie konstruierte Normalitäten. Das sind vielleicht auch Sehnsüchte gewesen. Und es ist die Frage, ob es diese Normalitäten so gab. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es, ob wir da jetzt irgendwie einen Maßstab finden sollten. Also ich würde so einen Maßstab ungern entwerfen. Frau Krause. Ich glaube, die Zeit danach hat schon angefangen. Das heißt, dass wir ab dem Moment, wo wir gemerkt haben, dass der Virus nicht nur irgendwo in China existiert, sondern uns alle betrifft, Sie haben es ja auch schon gesagt, diese Pandemie hat plötzlich eben herausgefunden, durch diese Pandemie haben wir herausgefunden, dass wir alle ein Körper sind, dass wir alle in ein System gehören. Und ich glaube, die Zeit danach ist jetzt und sie wird sich, wenn überhaupt, nur schleichend verändern. There was a moment when, in a certain moment, almost specifically, we could say that Corona started, that the crisis started. And it's an interesting question whether there will be a moment when we will say, ah, now it's over. My little son is 5 and a half, and he asks once in a while, will there be a moment when everybody will be celebrating in the street that the virus is over? Like a war that's over. I don't know about celebrating in the street, but I think it's not completely impossible, right, that with Impfungen becoming possible, there will it will be possible to say, now it's over. And we can go in the subway in New York and feel pretty safe. The interesting question, you can always speak about a new moment in time when there was learning, when there was when we've discovered something new that we can do. If we will not have that feeling, then the question of the Zeit danach, even if we will feel it, will not be meaningful because we will not have learned. And so the Zeit danach will just be a repetition of the Zeit before. The question for that reason is not just of the moment when we will, I think, possibly actually say, ah, it's over, but whether we will be able to say something has changed. And I'm also skeptical, I have hope, but I'm skeptical that that moment will come, unfortunately. Frau Risto. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es kein Danach gibt, also dass wir einfach mit Viren leben und leben müssen. Und dass es sicherlich auch das nächste Virus und die nächste Pandemie geben wird. Das ist jetzt nur mal der Auftakt. Und das wird sicherlich eine sehr neue Form der Anpassung erfordern. Und möglicherweise entstehen daraus auch neue durchaus auch kulturell bedeutsame Ausdrucksformen. Das kann man jetzt schlecht absehen, aber auf die eine Impfung würde ich mich da wirklich nicht verlassen. Dann kommt die nächste Krankheit. Und außerdem dürfen wir bitte auch mal nicht vergessen, dass es ganz viele ongoing viral, ganz viele andere Krankheiten gibt, die währenddessen auch ihren Lauf nehmen. Und vielleicht ist das Wichtigste, dass wir uns unserer Verletzlichkeit bewusst werden und vor allem auch der Macht der Natur, die wir natürlich mit unserer Technik und unserer Kunst immer wieder herauszufordern versuchen. Tja, davor und danach kann man nicht unterscheiden. Wir sind schon im Danach, es gibt kein Danach, aber vielleicht werden wir doch eines Tages auf den Straßen tanzen und das danach feiern. Das kriege ich jetzt nicht zu einem schönen Konsens, zu einem schönen Schlusswort zusammengebunden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen auf dem Podium. Ich danke Omri Böhm. Ich danke Susanne Risto.
danke Eva Kraus und ich danke Olivia Mitscherlich-Schönherr. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut nach Hause.